einer Hand klettern ist nicht ganz so einfach. Natürlich kann man uns von hier jetzt wieder überall sehen, ne? Ob das hier jetzt verstrahlt ist, Leute? Da sitzt einer drin. Hier hat auf jeden Fall mal jemand geschlafen. Sven? Wo ist er denn jetzt? Alter. Sven? Ich bin heute mit Sven unterwegs, um mir verlassene Silos anzuschauen. Genaue Informationen konnten wir hierzu leider nicht finden. Was wir wissen, ist, dass die Silos unter anderem als Lagerung für Tierfutterherstellung dienten und das Ganze seit ca. 2012 verlassen ist. Wir sind heute unterwegs und wollen uns hier so ein paar Locations anschauen. Die erste Location, die wir jetzt hier anschauen, sind verlassene Silos. Wir sind eben einmal rumgelaufen und es wäre sehr, sehr geil, wenn wir bis nach oben kommen, weil das Ding ist richtig hoch. Wir haben aber leider keine Leiter gefunden, deswegen geht es jetzt erstmal ins Gebäude rein. Hier steht die Tür offen und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Das Ding hier liegt relativ zentral, direkt am Fahrradweg. Deswegen nicht lange reden, sondern es geht direkt rein. Erstmal einen Überblick verschaffen, wo wir hier lang können. Ich glaube, da hinten geht es durch. Ich weiß jetzt nicht, wie weit wir in dieses Gebäude hier durch diesen Gang reinkommen. Boah, ich nehme mal an, dass hier so die Hauptzentrale war. Kein Zutritt für Betriebsfremde. Boah, hier ist ja so eine riesige Schalltafel und da oben stehen sogar noch so alte Fernseher. Ist das hier so ein wie so ein Plan von dem ganzen Ding oder ja, Steuergerät? Ja, also dann von den einzelnen Silos die Temperaturen und so. Ah ja, stimmt. Das konnte man also alles konnte man hier quasi regulieren. Ja, Vakuumpunkte, genau. Steuergerät. Und 6 Silos haben wir von außen gesehen. Konnte man hier alles auf jeden Fall regulieren. Was super interessant wäre, wenn wir hier irgendwie noch ein Datum finden würden. Ich habe nämlich keine Ahnung, seit wann es hier verlassen ist. 13.06.2012. Also doch schon eine ganze Zeit, dass das hier nicht mehr genutzt wird. Oh, hier ist direkt ein ganz anderes Klima. Hier ist es plötzlich richtig kalt. Und ich glaube fast, wenn man sich das so anschaut, dass wir von hier vielleicht doch nach oben auf die Silos kommen, aber halt von innen, also nicht außen lang, ne? Also ich nehme mal an, dass das hier irgendwie so Getreidesilos oder sowas waren. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Hier ist halt auch so viel Landwirtschaft und so viel Felder. Könnte ich mir vorstellen, dass hier Getreide gelagert wurde. Das ist jetzt auch nochmal so ein Plan. Da müsste man ja eigentlich feststellen können, wo wir uns befinden. Ich nehme mal an, ja, Standort. Wir sind hier auf der 1. Also wir befinden uns nicht in den Silos. Dachfläche. Aber vielleicht kommen wir von hier irgendwie oben drauf. Du probierst schon aus hier, Technik? Gegenüber das Gebäude ist übrigens auch verlassen. Das wollen wir uns gleich hier nach auf jeden Fall mal anschauen. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier wirklich die ganze Zeit Autos durchfahren und Spaziergänger und Fahrradfahrer langfahren und gehen. Aber es sieht so aus, Sven, als würden wir da ganz schön hochkommen, bis nach oben. Ich glaube, die Treppe geht tatsächlich bis nach oben. Na gut, dass wir eben noch gefrühstückt haben, wenn es jetzt hier so hoch geht. Aufzug ist zu. Okay, hier ist quasi dasselbe nochmal, was wir eine Etage tiefer hatten. Ne? Hier sind auch nur nochmal diese Rohre und ansonsten nicht viel. Leute, jede Etage ist hier gleich aufgebaut. Hier kann man fast schon wahnsinnig werden. Das sind wie Stufen zum Kölner Domhof. Man geht und man geht rund und rund. Oh, hier wird es langsam aber auch immer tiefer. Trotzdem liegen da noch ganz schön viele Etagen vor uns. Ich würde mal interessieren, was das hier für ein Pulver ist. Hier ist auch so eine Verpackung. Vielleicht steht das hier irgendwo noch drauf. Nee, das ist russisch oder sowas. Oder auf jeden Fall irgendwelche irgendeine fremde Sprache hier.
Es ist eigentlich sogar besser, dass wir von hier innen quasi nach oben können und nicht außen eine Leiter langklettern müssen, dadurch, dass wir hier so auf dem Präsentierteller sind. Und hier unten steht auch direkt ein Auto. Das stand da eben noch nicht. Da sitzt einer drin. Die gehen hier aber nur spazieren, hoffe ich, ne? Und die nächste Etage, auch wieder ähnlich aufgebaut. Wobei, da ist jetzt noch tatsächlich eine Tür. Ich weiß gar nicht, wo wir hier hinkommen. Ach, hier kommt man aufs Dach. Also so auf so eine Zwischenetage-Dach. Ich habe leider keine GoPro dabei. Deswegen muss das jetzt wieder mit einer Hand. Klettern ist nicht ganz so einfach. Oh, mega, Leute. Die Aussicht von hier oben ist krass. Und wir sind noch nicht mal an der Mitte angekommen. Natürlich kann man uns von hier jetzt wieder überall sehen, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich hier rausgehen soll. Man sieht uns halt echt. Und wenn man uns hier gesehen hat, quasi können wir direkt abbrechen. Die Etage sieht jetzt noch mal ein bisschen anders aus. Hinter mir ist irgendwie so ein größerer Kessel. Und hier sind so ganz viele kleine Rädchen noch, um irgendwas zu regulieren. Ansonsten hier auch noch mal ganz, ganz viele Schaltkästen. Ja, und hier hinten geht es dann nicht weiter, aber überall auch dieser Sand wieder auf dem Boden hier, ne? Oh. Das ist dann wahrscheinlich von da oben hier runtergelaufen, ne? Oh, Leute, es ist wieder so heiß heute, könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, ich kann den Grund nicht mehr sehen, die erste Etage. So, Leute, wir sind ganz oben angekommen. Und hier ist jetzt erstmal eine riesige Halle. Ah, aber da geht eine Leiter hoch. Weil ich möchte ja immer noch quasi in die Silos kommen. Oder auf die Silos eigentlich. Hier war noch mal ein bisschen Technik. Stromkästen. Und was das hier ist, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie Dämmmaterial, ne? Eigentlich. Wie so Dämm... Was ist das? Glas? Ich glaube, das ist Glaswolle. So Glasfaserwolle. Das hat auf jeden Fall gerade übelst gestaubt. Hier muss man aber auch ein bisschen schauen, wo man hintritt, ne? Überall sind Löcher im Boden. Boah. Ziemlich geile Halle auf jeden Fall. Mit einer ziemlich geilen Sicht von hier oben. Hier ist jetzt mittlerweile von diesem Pulver ganz schön viel. Das sind schon fast so kleine Kristalle hier. Das erinnert mich ein bisschen an Puderzucker von der Konsistenz. Ich weiß es nicht, was das ist. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute, wenn ihr wisst, was das hier sein könnte. Es ist auf jeden Fall kein Mehl. Dafür ist die Konsistenz irgendwie Kalk, tatsächlich, ja. Wir haben uns noch gar nicht die andere Seite angeschaut. Von da hat man nämlich auch, glaube ich, einen ziemlich schönen Blick. Oh, mega, Leute. Das ist echt richtig schön. So, jetzt bin ich gespannt, wie weit es da noch nach oben geht. Da scheint es mir auch wieder aufs Dach zu gehen, vor Betreten des Daches. Unbedingt Schlüssel abziehen. Leider abgeschlossen, Leute. Aufzugschütz. Ersatzteile. Hauptschaltstücke. Aha. Und hier noch so eine Anweisung über Betrieb von Aufzugsanlagen, über Personenaufzüge und Lastenaufzüge. Oh, das hier ist richtig ölig. Oh, meine Hände haben eh gerade... sind irgendwo zwischen Kalk und Öl und Rost. Und hier war noch so eine ein Antriebsgenerator, würde ich sagen. Das hier könnte doch, also könnte ich mir vorstellen, dass das hier der Motor für den Aufzug war, oder nicht? Weil, also A, hängen hier diese Schilder, hier liegen Ersatzteile für den Aufzug und hier gehen diese Seile runter. Und ich glaube, der Aufzug müsste sich auch unmittelbar unter uns befinden. Deswegen könnte ich mir vorstellen, hier, ja, das wird so sein. Das
wird der Motor sein von dem Aufzug. Hier könnte man theoretisch auch aufs Dach. Aber ich will jetzt echt mal schauen, ob wir vielleicht noch höher kommen. Hier liegt Tierkot. Und hier sind, glaube ich, auch Abdrücke von irgendwas. Da hinten liegt auch ein Vogel, ein Toter. Das ist halt total traurig, dass total viele Tiere halt hier reinfliegen und dann nicht mehr rauskommen hier, ne? Die kommen dann durch irgendein Fenster und dann finden sie den Ausgang nicht mehr. Ich weiß von einem, der Glockenbau gelernt hat, dass das auch im Kirchturm leider ganz häufig ein Problem ist. Hier liegt der arme kleine Kerl. Ach, das ist eine Dachluke. Aber ich weiß nicht, ob die auf ist. Ja. Ob das jetzt verstrahlt ist, Leute? Weil die überall so Antennenwarnzeichen sind. Also Leute, wir gehen auf die eine Etage drunter aufs Dach, weil das ist auch ein bisschen größer. Mal gucken, ob wir durch dieses Fenster da durchkommen. Das war übrigens die Tür, die wir hier vorhin drinnen gesehen haben. Die ist aber verschlossen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir hier eine Overnight machen. Es ist halt einfach mega chillig, weil wenn man sich hier so hinsetzt, dann sieht einen auch keiner, weil da diese Mauer drumherum ist. Hier oben ist es ist zwar windig, aber doch ein bisschen geschützt, eben auch durch diese Mauer. Es ist Zeit für einen Mittagsschlaf, bevor wir jetzt zur nächsten Location fahren. So, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft und sind auf die Silos gekommen. Halt gar nicht so wie gedacht, also nicht durch die Außenleiter, sondern quasi hier innen durch den Komplex. Macht ja nichts, das Ziel war ja eigentlich nur, das Ganze nach oben zu kommen. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz den Keller an und dann geht's weiter mit der Tour. Einfach direkt ein Auto vor der Tür. Ey. Oh, hier hat mal jemand gehaust. Guck mal. Hier hat mal jemand gewohnt. Hier hat auf jeden Fall mal jemand geschlafen, Leute. Sieht aber so aus, als wäre das schon ein bisschen was her. Geht's da lang? Oh, stimmt, wir sind direkt da drunter, ne? Also Leute, wir sind wirklich direkt unter den Silos jetzt. Oh, es ist groß. Also hier unten möchte ich aber nicht arbeiten. Das wirkt irgendwie richtig erdrückend und es ist so kalt hier. Okay. Warst du das? Oh Leute, das war irgendein ganz komisches Geräusch, aber ich glaube, das war von draußen. Aber es war schon ein bisschen creepy hier drin. Sven? Wo ist er denn jetzt? Alter. Sven? Oh, Alter. Du hast mich mega geschickt gerade. Ey, das ist ein richtiges Labyrinth. Ey, wie tief geht denn das hier rein? Du kannst wahrscheinlich komplett hier unten in jedes Silo reinlaufen. Laut dem Fluchtplan gab es ja auch mal eine Verbindung nach unten.
Dann lief das wahrscheinlich tatsächlich auch noch ein ganzes Stück unterirdisch weiter. Hier geht's tatsächlich nur nach unten. Hier geht eine Treppe wieder hoch. Keine Ahnung, wo man da reinkommt. Da rauskommt, besser gesagt. Laut dem Plan kommst du doch durch das Rohr hier, kommst du übers Wasser nach zu Silo 3. Wir sind in Silo 3. Boah, schon mal wieder staubt. Guck mal, als hätte ich so einen billigen Videoeffekt drüber gelegt. Also, Leute, laut diesem Plan kommen wir durch ein Rohrsystem quasi auf die andere Seite des Flusses. Das heißt, wir suchen jetzt dieses Rohr und wir gehen davon aus, dass es unterirdisch liegt. Das heißt, wir versuchen jetzt so tief wie möglich zu kommen und schauen, ob wir dann dieses Rohr finden. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin echt gespannt, was es heute noch gibt. Als wir eben vom Dach geschaut haben, war das Wasser... Ja, da ging es ja nicht weiter, da standen wir an dieser Klappe dann. Aber wir zuerst... Vielleicht haben die das auch irgendwie zugemacht, diesen Durchgang. Ich beabsichtige, Erholungsurlaub und Sonderurlaub zu nehmen. Hier liegt einfach ein Urlaubsantrag rum, mitten im Keller. Der wurde wohl nicht genehmigt. Ja, also sieht schlecht aus, Leute, mit unserem unterirdischen Tunnelgang. Wollen wir dann jetzt mal hier hoch zumindest, weil wir kamen ja von der anderen Seite hoch. Aber hier kannst du dich echt verlaufen. Kieselsäure gefällt und getrocknet. Trennmittel. Für alle Arten von Tierfuttermitteln. Also doch tatsächlich Futtersilos. Sowas in der Art zur Herstellung. Ja, Leute, wir sind durch. War auf jeden Fall spannend. Wir waren ganz oben, wir waren ganz unten. Ich bin komplett voller Kieselsäure. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst gerne ein Abo da. Und schaut auch auf jeden Fall wieder beim Sven vorbei. Der hat wieder ein paar coole Fotos gemacht.